Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. In der letzten Folge, was habe ich da gemacht? Ich glaube, irgendwas automatisiert. Wenn ich es nicht mehr weiß, muss ich mich leider kurz dafür entschuldigen, denn es ist schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Meine Kinder waren ja jetzt vor kurzem erst wieder da und ja, wenn die Kinder da sind, ey, dann muss oder kann ich ja leider nicht aufnehmen. Das wisst ihr aber alle. Und ja, ich war heute Vormittag schon mal ein bisschen hier drauf. Und als ich vormittags ein bisschen gespielt habe, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich würde gerne mir noch eins, zwei Schäfchen hier einfangen. So, ich musste nämlich zwei Schäfchen aus meiner, ja, wie sagt man so schön, Hinterhand nehmen, weil da oben keine mehr drin waren. Und es läuft aber gerade halbwegs weiter, batterietechnisch gesehen. Ja, bleibst du da drauf, dann wäre das nice. Nice. Wie viel haben wir jetzt hier drinne? Holy shit. Alles klar. Ich glaube, das reicht für die nächsten Rezepte. Und jetzt? Oh, nee, der füllt irgendwas nach. Was füllst du jetzt nach? Fleisch. Jetzt macht er wieder Essen. Das verstopft leider ein bisschen, weil der nur 4 Slots hat. Das ist ja ein bisschen schade. Aber kann man leider nichts dran ändern. Die Saw arbeitet ganz in Ruhe weiter. Das ist natürlich auch schon wieder so gut wie voll. Hier kann ich jetzt wieder ein bisschen was verkaufen. Na, okay, nee, das bringt's noch nicht. Ich habe mir für die Folge einfach mal gar nichts vorgenommen, was ich machen wollte. Also ich bin richtig professionell vorbereitet. Ja. Geil. Ich muss erstmal das hier alles durchwaschen. Noch irgendwas. Das da noch. Nö. Der Rest kann so bleiben, wie er ist. Ja, was ich noch vorbereitet habe, war hier hinten für den nächsten Stage-Wechsel alles. Ich hoffe, das war richtig. 20, 20, 20. 20, 20, 20. Genau, aber den wollen wir ja noch nicht machen. Wir können ja mal gucken, was wir noch so craften können. Wo wir sagen können, ja, das stellen wir mal noch ein bisschen her. Machen wir noch schnell das hier, da gucken wir mal. Was ist das? Der Seed Extractor. 5 Cockreels und 4 Cockreels, ein Lock. Das ist die Milchmaschine. Was ist das? Die Refinery. Undertest, you can refine your weapons with refined stone to attack. Hammer, 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 hammer. Irgendwas mit einem Stein. Mit einem Stein, mit einem Stein. Refined stone Fragment. Yo, Stein, Eisen, Silber, Erz. Ich denke mal, wir werden uns auf die Suche nach diesem Zeug begeben. Ob wir das hier nochmal so häufig brauchen, das ja, hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Haben wir noch irgendwas? Das können wir alles erstmal rausschmeißen. Ne? Das Bett auch. Ich
Ich brauche unbedingt noch eine Kiste, wo ich ein bisschen Zeug herstellen kann. Stein, Silber und Eisenerz. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch irgendwie finden können. Warum habe ich... Och, ich habe die Viecher mitgenommen. Naja. Dungeons haben wir hier... alle erledigt. Lol, wir haben alle Dungeons erledigt. Da oben ist Gold. Eine neue Goldpicke muss ich mir noch herstellen. Ich musste die per Hand reparieren. Und da ist natürlich ein bisschen Haltbarkeit verloren gegangen. Alter! Leg dich nie mit mir an. Ja klar, was willst du jetzt? Mit meinem goldabbauenden Bären geklatscht. Hä, wo bist du? Wuffi. Komm her. Bleibst du stehen? So, komm mal. Bist du taub? Du sollst... das juckt den einfach mal null. So. Weil du weggerannt bist, hast du davon. Okay, hier haben wir schon mal Eisen. Stein brauche ich nicht. Das habe ich im, in meinen Kisten, ne? Ja, klar. Hau mich doch. Und das ist Silber. Nice, da haben wir doch alles zusammen. Um uns mal solche Steinchen herzustellen. Ihr seht, ich habe noch nicht alle Erze auf der Insel abgefarmt, abgegrast, wie auch immer. Da hinten ist dann nochmal Silber, das nehmen wir auch mit. Das, was ich eigentlich offscreen mache, ja, mache ich jetzt irgendwie. Ja. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Und da ist gerade mal ein Schweinchen gespawnt. Haha, die Geräusche der Schweine, geil. Das ist einfach nur geil. Ach nee, das war ja nix. Ich würde gern den Speer unten in der Hotbar auf Nummer 4 ja, ein bisschen stärker machen für die nächsten Dungeon-Bosse und eventuell für den Drachen, ne, den wir in der Wüste gesehen haben. Und beim Vulkan. Das wäre eigentlich echt nice. LOL! Der hat mir Fisch geklaut! Habe ich den jetzt aber wiederbekommen oder nicht? Ich hoffe es mal. Kann doch echt nicht wahr sein. Klaut der mir einfach mein Essen. Na, gehst du? Wird doch mal Zeit. Ich brauche unbedingt eine neue Picke. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge einen Stagewechsel vornehmen. Und ja, mal schauen, was uns in der nächsten Stage erwartet, würde ich sagen. So, Silberstein und Eisen brauchte ich dafür. Mal schauen, wie viel ich herstellen kann. Thank you.
Gar keinen, mir fehlt Stein. Wow. Stein war hier drin. Wie viel kann man herstellen? 56, ja, komm, mach mal. Jetzt diese Maschine. Dazu brauchen wir Charcoal, Stone, eine Stahlkiste und Eisen. Stahl muss ich sowieso wieder herstellen. Ich brauche noch ein paar Kisten hier. Eisene. Wir nehmen mal das ganze merkwürdige Eisen hier mit. Stein brauchte ich noch, genau. Holzkohle. Hatte ich eigentlich welche hergestellt gehabt, aber das scheint nicht wirklich viel zu sein. Deswegen stellen wir nochmal ganz schnell welche her. Nicht hier drinne, sondern hier drinne. So, ein bisschen Stahl. Ja, komm, her damit. Das auch. Und das da. Ja, Gold ist das letzte Material, was ich hier irgendwie noch verarbeiten konnte. Stahlkisten, Stahlkisten, Stahlkisten. Brauche ich wieder Holz und Stahl. Wir müssen sowieso mal nach der Holzfarm gucken gehen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich die gelassen habe. Da bin ich gerade selber etwas überfragt. So, das hier wäre fertig. Kupfer kriege ich irgendwie en masse zusammen. Ich weiß nicht warum. Wie sieht's hier aus? Ja, Wolle können wir wieder alles, ey, schön verkaufen. Ne? Das ist sehr nice. Obwohl an Gold mangelt es mir momentan nicht, wie man sieht. Ich habe 870.000. Warum verarbeitet der kein Fleisch weiter? Jetzt macht er. Hä? Das, ich verstehe das Prinzip noch nicht so ganz. Das können wir rausnehmen. Ey. So. Das Stahlhammer. Wie viele Stahlkisten brauchte ich jetzt? Das war's nicht, das da. Drei Stück. Craften. Dann können wir hier das Gold durchradern lassen, ne? Genau, weil wir gerade von Gold sprechen, ne? Wir werden uns noch eine neue Goldpicke machen müssen. Also, das und das haben wir. Es fehlt nur noch Charcoal. Acht Stück habe ich eingesammelt. Neune. Nee, hier war die Picke. Komm, mach, 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 mach. Nice. Firma dankt. So.
Haben wir jetzt schon alles? Ne, ist immer noch Karkohl. 9 Stück. Lol, okay. Braucht ganz schön lange. Stellen wir jetzt hier einfach mal per Hand dieses Fleisch her. Aber warum habe ich keine Karkohlen mehr? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch so viel hergestellt gehabt das letzte Mal. Was war das? Das war normale Kohle. Die kann ich ja nicht verwenden. Oh wow, da war noch ein bisschen Stahl. Ja, das bleibt für die nächsten Stahlkisten. Hier, Titanium, kann man auch was herstellen. Gold war hier drin, ne? Titan war da, hier war Stahl. So, dann war dort Silber. Silber, normales Steingolem-Silber, Dried Silber. Das müssten wir vielleicht mal waschen, ne? In unserer guten alten Waschmaschine. Da waren Schwerter. Hier war sowas. Das da rein. Das da rein. Das Leder da rein. Die Wolle kann hier natürlich raus jetzt. Die hauen wir direkt in den Markt rein. Die nimmt nur unnötig Platz weg. Das, das und das. Und da haben wir wieder fast 80.000. Also, ja, ich beschwere mich da nicht. So, 7 noch 2 Karkohl und dann sind wir soweit fertig. So, hier ist noch eine drinne. Es tut mir leid, ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken, ne? Muss aber auch mal sein. Ich werde nicht an Durst leiden, wenn ich zocke. Weil sich gern der ein oder andere mal beschwert, dass das ja so Nebengeräusche von sich gibt. Wo ich mir so denke, mir doch scheißegal, wenn ich Durst habe, trinke ich was. So, wir stellen die 6 erst einmal hier auf. Ja, komm, wir stellen den mal hier hin. Und gucken mal. Refinery. Parts to Weapon, bla bla bla. Einmal da rein. Parts to Weapon, you want to use to... Okay. Da müssen diese Kristalle dann wohl rein. Diese hier. Haben wir aktuell 24 Stück. Lol. Ich krieg gerade mal 2 Stück davon hin. A weapon of 9 stars allow up to refine level 40. Bitte was? Alter, braucht das lange. Holy shit. Können wir noch irgendwas herstellen, was wir testen können? Das hier haben wir ja soweit alles. Den Automatic Furnace. Automatic Assembly Machine. Forces that love automation. The ultimate goal of the machine is to create a replacement for players. Ja, der Ofen ist ja klar. Der brennt automatisch durch. Was ist das? Craft Connector. Portal, you can attack the chest. The life draw materials for the chest to be thrown on facility.
Haben wir schon so eine Maschine, die so heißt? Ich glaube, das war's nicht. Das war's auch nicht. Nö, haben wir nicht, hä? Ich muss mir sowieso mal selber im Kopf zusammendichten, was was bedeutet. In the safe world protect to the god, there's no need to worry about accidents. We do not need machines for moving people around, just listen to the noch irgendwas. Target makes object face the player when attacked to an enemy or a building for experience building. Was? Wir stellen uns auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was her. Nochmal 100 Fleisch, geil. So, hier müssten jetzt diese Steinchen reinkommen, wenn ich richtig liege. Kann ich auch das da reinmachen? Ja. Und jetzt? Und jetzt? Hallo? 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 Ja. Der wird da schon irgendwann mal was machen müssen. Wenn nicht, ist das ja Kacke. Ich kann mir halt den Quark gerade auch ehrlich gesagt nicht übersetzen. Aber irgendwie muss ich das hier doch, muss ich doch was machen können. Muss die vielleicht hier drüben rein? Ich verstehe das nicht. Hilfe! Ich verstehe das Ding gerade null. Ich glaube, hier werde ich mich mal schlau lesen müssen, ne? Weil ich verstehe das halt gerade absolut gar nicht. Und das ist natürlich scheiße, wenn man es nicht versteht. Aber wir haben auf jeden Fall was Neues hergestellt. Ich mach diese Dinger mal hier rein. Ah, hier haben wir ja auch nochmal was. Okay. Da gibt's also mehrere Sorten von. Ah. Okay. Ich denke mal, wir werden das bestimmt irgendwann herausfinden und zur Not lese ich mich wirklich da mal rein. Beziehungsweise ich übersetze mir den ganzen Spaß mal. Und ich habe immer noch so viel Wheat Flour. Das ist ja schlimm. Und die wird bestimmt wieder voll sein. Sag ich ja. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich verstehe nicht, warum der hier nicht weiter Fleisch herstellt.
verstehe das einfach nicht. Wir haben schon wieder 52 Batterien. Holy shit. Ja. Irgendwas zum Verkaufen haben wir nicht. Wir haben hier noch eine Erzmaschine. Genau, so eine Kiste wollte ich noch herstellen. Wo haben wir sie denn? Hier, braucht 3 normale Kisten, Konvoierbelt, Kupfer und Eisene. Das schaffen wir in der Folge noch. Eisene, Kupfer, Holz, Stein. 3 normale Kisten. Craften. Capture a Bear, Capture a Cow, Setup 5 Excavator. Excavator? Waren das nicht diese komischen Bohrdinger für die Erze? Diese hier? Ja. 5 Stück muss ich setzen. Nice. Kiste. Kann man herstellen. Craften. So. Und wir stellen auch ein paar Stahlkisten bitte mal her. Geht das denn jetzt schon? Nee, ich muss erst hier Eisen zu Stahl machen. So, in der nächsten Folge, was machen wir noch? Kein Stagewechsel. Wir holen uns erstmal noch ein paar Erze ran. Über die Excavator. Und werden vielleicht das ein oder andere Dungeon nochmal machen. Mal schauen. Ja, wenn euch die Folge bis hierhin schon einmal gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, wenn euch die Folge allgemein bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Ich antworte auf jeden Kommentar. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und in der nächsten Folge werden wir ein paar Dungeons machen und ein bisschen was automatisiert wieder aufbauen. Ja, und bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.